Mit diesem Posting haut Sonja Kraus wirklich alle aus den Socken. Bei der Moderatorin wurde vor ein paar Monaten ein hochaggressiver Tumor in der Brust gefunden. Die 48-Jährige unterzog sich anschließend einer Chemotherapie. Die Brüste wurden chirurgisch wieder aufgebaut. Bei Instagram hat die Blondine ihren mehr als 140.000 Fans nun heiße Bikini-Grüße aus dem Urlaub geschickt. Sie teilte ein Foto, auf dem sie einen pinkfarbenen Bikini trägt und lässig mit Sonnenbrille und Sonnenhut in die Kamera blickt. Dieser alte Klapperkasten liebt nach wie vor Bikinis. Wer sich darüber aufregen möchte, feel free, schreibt Sonja dazu. Dazu die Hashtags je oller desto doller, jetzt erst recht und Bikini forever. Über 10.000 Mal wurde der Beitrag geliked und unzählige Frauen sprechen Sonja Mut zu. Der schönste alte Klapperkasten, den ich kenne, schreibt zum Beispiel Guten Morgen Deutschland-Moderatorin Annette Möller. Let's Dance-Jurorin Mozzi Mabuse drückt ihre Bewunderung mit einer Reihe Herz-Emojis aus.